Es ist wahrscheinlich, wenn man es schneller abbaut. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier die Bäume weghacke und die Blätter sich auflösen, müssten ja, sofern Äpfel drin sind, die eigentlich einfach vom Himmel fallen, oder wie ist das? Theoretisch schon, ne? So. Hier geht's auch noch ans Leder. Sofern ich dich kriege. Das nutzt sich aber auch immer alles übelst schnell ab hier, das ganze Werkzeug. Ist halt schade, gerade wegen Eisen. Deswegen werden wir jetzt auch demnächst dann, also wirklich in sehr, sehr naher Zukunft, eine Höhlenexkursion starten. Auf Grundressourcen. Das heißt, ich werde erstmal nur so lange drin bleiben, bis ich ein bisschen Eisen habe und ein bisschen Zeug. Vielleicht den einen oder anderen Diamanten, sofern man findet. Man könnte ja auch hier. Ach, ich prügel gerne auf Schweinchen ein. Hier haben wir ja auch Stein, aber ich habe keine Fackeln jetzt mit. Und ihr seht das bestimmt jetzt auch gar nicht, weil ja sogar ich hier kaum was sehe. Oh, 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 ganz vorsichtig mal. Ich habe natürlich auch keine Eimer mit. Oh mein Gott. Ich sehe sie schon kommen, die bösen Gestalten da. Ist natürlich jetzt nicht die Playlist, die ich dann nutzen werde. Wir werden auch wesentlich... Stöhn mich nicht so arg. Wir werden auch wesentlich mehr als eine Folge hier verbringen. In einer dieser Höhlen. Ich weiß jetzt nicht, in welche genau wir gehen. Wobei wir ja oben bei unserem Turm hatten wir ja was um die Ecke. Viel weiter traue ich mich jetzt auch mal gerade gar nicht rein. Die Lava möchte ich auch offen lassen. Und ich würde sagen, wir verschwinden erstmal wieder. Bin ich hier nur mal reingegangen, weil halt die Höhle war jetzt halt da. Willi, windig. Nein! Ohne Spinne, nein, Spinne. Sterb! Wow, du Sauspinne, du. Nein! Aber cool, weil jetzt kann ich. Und ich stehe genau vor Eisen. Oh, das ist schön. Jetzt kann ich mir endlich einen Bogen machen. Nein! Ich brauche das Eisen. Na, guck mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, guck an. Kohle, 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 Kohle. Die nehme ich noch mit. Der geile Reiter. Ja, ich möchte halt deswegen ja auch, dass wir mal richtig Eisen sammeln. Ich denke mal, in so einer Höhle relativ unten wird es halt viel, viel Eisen und sehr, sehr viel Kohle geben. Alles Materialien, die wir eigentlich zwinglichst brauchen. Hier noch irgendwo hin. Alter, ich sehe aber auch selber gar nichts. Ich muss dann unbedingt Fackeln machen. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt einfach mal Kohle gefunden haben. Und das auch nicht zu knapp. Nehmen wir noch ein bisschen Sand mit. Wir haben es ja jetzt. Ihr seht auch, der Sand, der ändert auch seine Farbe, je nach was für ein Biom ihr halt seid. Ne?
So. Kohle, 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 Kohle. Gleich haben wir es geschafft, ihr Lieben. So, ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Wo ist unsere Hütte? Ich bin schon wieder hier irgendwo an Ecken, wo ich schon wieder gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich bin. Hier geht's auch noch. Oh! Also das ist... Das muss eine riesen Höhle sein. Oder ein riesen Höhlensystem. Unter unseren Füßen hier. Warte mal, hier müssen wir hoch irgendwo. Aber ich verlasse mein Biom. Also wir müssten irgendwie wahrscheinlich gerade... in die falsche Richtung sein. Geh mich aus dem Weg, Schwein. Verdammt nochmal, jetzt habe ich mich verlaufen oder was? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Nur so weit bin ich doch gar nicht weggegangen. Alter, guckt euch das mal an hier. Jetzt fehlt mir natürlich eine Map. Toll, jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Ach, da hinten ist unser Bauernhaus. Schön. Gott sei Dank. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Und wie viele Schweine und Hühner und alles. Schweine, Schweine, Schweine. Schwein gehabt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Oh. Geht aber fix. So, mal gucken, was unsere Glas macht. Das brauche ich für Fackeln. Zombiehand. Wir können uns eigentlich aus dem Gelumbe und dem Gelumbe meinen Bogen machen. Der ging ja so, so und so, ne? Und dann so, so und so. Hä? Na gut, dann gehen wir so. Pfeile. Pfeile, Flint. Ich hab keinen Flint. Ist auch Wurst. Jetzt kümmere ich mich erstmal hier um klare Durchsicht. Richtig klare Sichtverhältnisse, ne? 2, 3. Sag mal, ist das jetzt aber auch ungerade? Das gibt's doch noch nicht. Ich hab doch extra abgezählt. Nee, stimmt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm, dann holen wir dich auch noch weg hier. Dann haben wir nämlich schon mal hier eine schöne Freundin. Ich weiß ja nur nicht, was wir hier noch bauen, ne? Aber solange wie ich es nicht weiß, mache ich einfach mal diesen. Ja, wie gesagt, klare Sichtverhältnisse braucht das Land. Tintenfische! Wir können ja auch erstmal so ein bisschen mit den Materialien, die wir jetzt haben, unsere Bude hier ein bisschen bearbeiten. Machen wir hier noch weg. Sieht das aus einigermaßen? Ich weiß es nicht so richtig. Irgendwie sieht das nicht so gut aus, ne? Aber wir können
das mal so machen. Und hier würde ich es genauso machen wollen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Holzverschwendung ist. Ich habe sogar noch zwei Fackeln hinzukriegen. Hier mal eine hin. Hier eine hin. Gut. Das Holz mache ich mir zu Holz. Schmeiß mal in die Kiste rein, zusammen mit dem Sand. Bisschen Sand nehmen wir noch mal raus. Wir können ja auch mal nur so. Weiß ja nicht, wie lange die Kohle hält, aber eigentlich eine ganze Weile. Dann tun wir das Eisen. Oh, guck mal, schon 10 Eisen. Spitzhorgen. Brauchen wir auf jeden Fall dann Eisenspitzhorgen. Eimer. Die Knochen nehme ich mir jetzt erstmal vor. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier auch mal noch eine Fensterfront rein. Ja, wie gesagt, die Raumteilung wird noch anders. Ich werde auch die Fenster wahrscheinlich so nicht lassen. Das ist mir irgendwie zu billig, aber erstmal möchte ich hier in meinem Bunker hier ein bisschen Sicht haben. Hallo, Herr Skelett. Kommst du mich besuchen? Kommst du nicht rein? Creeper überall. Ich weiß nicht, ich würde gerne. Jetzt zu 3. Ich weiß nicht, wenn wir sehen. 3, 1, 2, 3. Aber ich finde, das sieht irgendwie so kasernenmäßig aus hier. Nicht so toll. Oh. Man sollte vielleicht auch irgendwie aufs Glas achten. Das würde ich dann zulassen hier. Das ist ja unser Basteleck. Haben wir noch 4? Eins noch. So. Müssten wir eigentlich die Seite auch zubekommen. Sehr schön. Dann haben wir nämlich erstmal zumindest so ein bisschen so einen Durchblick. Und irgendwie hat der gute Mann Hunger. Wie gut, dass so ein dickes Schnitzel halt auch ordentlich Zeug wettmacht. So, das tun wir mal so. Hatte ich noch rohes Schwein, haben wir noch. Ja gut, das können wir aber auch erstmal lassen. So, Schaufeln. Nehme ich noch eine mit. Spitzhorgen. Eisenspitzhorgen. Falls man doch irgendwie was Diamantenartiges findet oder so. Kohle. Können wir mal so 4 mitnehmen. Den Bogen auf jeden Fall. Hier sind noch die Pfeile. So. Schwarzpulver. Das kriegen wir aber noch. Kies. Erde würde ich nochmal ein Stack mitnehmen. Einfach falls man sich irgendwo mal hochbuddeln muss. Bretter, die die Welt bedeuten, nehmen wir auch mit. Ja, ansonsten können wir uns ja theoretisch auch mal aus den Brettern hier, aus dem Zeug hier mal Bretter, also Stäbe, was erzähl ich, machen. Die Axt würde ich hier lassen. Schwerter auf jeden Fall, wobei wir jetzt genug Eisen haben, um uns halt... Nee, das ging ja so. Eisenschwert zu basteln. Und dann pennen wir erstmal noch.